Dienstag, der 8.12.20 und heute bekommt ihr was Wunderbares. 6 Womanmaker, funktioniert mit Dumbbell oder Kettlebell, funktioniert mit 1 oder 2, je nachdem was ihr zu Hause habt, wie schwer ihr es euch machen wollt. Kombiniert mit 10 Wall-Lying Hands to Feet oder Knee Raises oder Toes to Bar, falls ihr die Möglichkeit zu Hause habt zu machen. Every 2 minutes on the minute für 14 Minuten, heißt 7 Runden und eine Runde alle 2 Minuten, 6 hiervon, 10 davon. Womanmaker, der wie im echten Leben, Manmaker ist ein bisschen hakeliger, Womanmaker ist viel eleganter, allerdings ist das ein Hardcore-Burpee mit Zusatzgewicht. Die Kombination wird euch ein bisschen was abverlangen, die erste Runde wird entspannt, ab Runde 3, 4, 5, 6, 7 wird das immer intensiver werden. Mega Workout dafür, wir haben eine ganze Menge außenrum geplant, wir sehen uns gleich im Warm-Up, bis gleich. Auf geht's ins Warm-Up des Dienstages. 5 Minuten AMRAP, schnell um den Körper warm zu machen, bestehend aus 4 Kickbacks. Zack! Kurze, schnelle Bewegung. 1, 2, 3, 4. Wenn ihr das habt, in 8 Sit-Ups, kleines Kissen in den Rücken gelegt oder eine App, wenn ihr sie habt. Auf beiden Endpunkten berühren. 8 Stück davon. Und wenn ihr was Leichtes habt, dann lasst uns gucken, was zu Hause da ist. Wasserflasche oder dann doch mit der Dumbbell-Kettlebell machen. In Bend Over Row gehen, schön tiefer hin, Rücken sehr gerade. Wo muss mich den Boden berühren? Ganz im Gegenteil, 12 Stück, 6 pro Seite zum Rippenbogen ziehen, Schulterblätter hinten zusammenziehen und fest bleiben. Rechts wie links, jeweils 6 Stück. 5 Minuten AMRAP, 4 Kickbacks, 8 Sit-Ups und 12 Bend Over Row. Warm-up Teil 2. Könnt einfach direkt mitmachen, auf den Boden runtergehen, in einen Vierfüßlerstand und wir machen eine Runde Short Ninja Flow. Immer 2 Bewegungen pro Seite, Hand zur Decke, Achtung, Flip Inside Out, auf Handrücken, Schulter, Kopf ablegen, einmal kurz halten, nochmal zur Decke, ablegen, kurz halten, gleiches auf der anderen Seite, zur Decke, Upside Down, einmal den Flip and Turn, nochmal zur Decke, Flip and Turn, könnt ihr so lange drin bleiben, wie ihr möchtet, und gut. Zweites, linke Hand hinter der rechten durch, einmal lang schieben und nach oben öffnen, zweimal, gleich auf der anderen Seite. Auch hier eins hinterher schauen und zwei hinterher schauen. Wenn wir das haben, einmal ablegen auf den Bauch, Plane Crash Victim, eins, zwei, im Tee liegen, Fuß zur Hand, nicht die Hand zum Fuß. Und dann dürft ihr noch ausprobieren, im Vierfüßlerstand, die Knie weg vom Boden. Rechtes Bein unten durch, rechtes Bein upper, oben drüber, zweimal rechts und zweimal upper, links. Auch hier in den Flow einmal kommen. Das ist genauso einmal durch, an die Tür, an die Wand, Füße weg von der Wand, Knie leicht geknickt, Wirbelsäule komplett an der Wand dran liegend, Bauch fest, Arme so nah wie möglich ran und 10 Wall Slides. Ganz gemütlich ausstrecken, wieder zusammenführen, damit die Schulter schön warm wird. Wenn wir das haben, 2 Minuten entweder Kombination, Uhr stellen, 2 Minuten Crab Lifts, 3, 4, 5 Stück machen und dann 20, 30 Sekunden Crab Lift Hold oder, wenn ihr sagt, ich würde es gerne ausprobieren, in die Brücke zu gehen, zu versuchen, in der Brücke den nächsten und nächsten Schritt zu machen. Gerne noch ein bisschen weiter die Hände aufgestellt. Wenn ihr das habt, zum Abschluss Shoulder Shrugs Pike oder Handstand auf einem Stuhl oder eurer Couch auf den Knien. Achtung, in nach oben wegdrücken, zusammenfallen, nach oben weg, zusammenfallen oder auf den Füßen
oder ihr dürft an eure Wand, Tür oder ähnliches rankommen und dann Shrugs, rausdrücken, zusammenfallen, rausdrücken für 10 Stück. Diesen Flow einmal, den Ninja Flow mitmachen. Wenn ihr das habt, Wall Slides, 2 Minuten Backbridge oder Crab Lifts und 10 Shoulder Shrugs auf Couch oder an der Wand. Preparation Midline. Eine Runde, geht nur darum zu wissen, wo wir nachher hinkommen wollen. 30 Sekunden L-Sit Crunches. L-Sit oder Line, einmal auf dem Boden. Crunches, das L bleibt da. 1, 2, auf. 30 Sekunden. Komme ich da nicht mehr an die Zehenspitzen dran? Füße etwas, Knie etwas zusammennehmen, Knie auseinander und dann komme ich hier in der Mitte etwas leichter da dran. 30 Sekunden das, dann die Beine lang strecken, Sit-Up to Pike. Einatmen, ausatmen, 10 Stück davon und dann 10 Wall-Lying Hands to Feet, aber eine einfache Variante. Das heißt, die Füße mal so ein bisschen aufstellen, von hinten nach vorne kommen mit Schwung, 10 Stück und dann 10 schwere. Je näher ihr rangeht, je höher die Füße, umso schwerer wird es. Und ich versuche hier immer noch, 1, 2, meine Zehenspitze zu treffen für 10 Stück. Also 30 Sekunden, L-Lying Crunches, 10 Sit-Up to Pike, 10 Wall-Lying Hands to Feet Easy und 10 Wall-Lying Hands to Feet Hard. Dann könnt ihr euch entscheiden, was ihr davon im Workout nehmen möchtet. Gut, wenn wir das haben, kommen wir zu dem Woman Maker selbst. Die zweite Übung, die wir für heute brauchen, Kettlebell oder Dumbbell habt ihr zu Hause in der Regel. Eins von beiden werden wir benutzen müssen. Ich zeige euch die Bewegung mit einem Teil vor und dann gehen wir gemütlich durch, dass ihr einmal die Bewegung machen könnt. Mit einer Dumbbell ist mit der ersten Seite ein Burpee, Roll rechts, Roll links, Sprung, Swing und Ablegen. Dann auf den Burpee, rechts, links, Sprung und Swing. Kettlebell genau das gleiche, nach unten weg. 1, 2, Swing. Das war einer, okay? Jetzt möchte ich von euch ganz gemütlich einmal durchgehen, was wir brauchen. Das heißt, jeder, und da ist es wichtig, den Abstand zu sehen, egal ob Dumbbell oder Kettlebell, jeder macht bitte 5 Burpees mit, nach unten kommen und Sprung, eine Fußlänge Abstand lassen, damit wir nachher in den Swing schon mal kommen. 5 Stück, nach unten weg, aufstehen, Kickback Burpee sozusagen, in die Bewegung zu kommen. Nummer 2, runter in die Planke und 5 Rows rechts und dann 5 Rows links mit dem Objekt, was ihr habt. Wenn ihr das habt, 5 Russian Swings mit einem wunderschönen Start, mit dem Abstand, damit wir den jedes Mal haben. Funktioniert ja mit Kettlebell genauso wie mit Dumbbell. 5 Stück machen und dann einmal 5 Woman Maker. Einmal mit dem rechten Arm runter, Row rechts, Row links, Swing, dann einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts für 5 Stück. Testen, wie sich das Ganze anfühlen wird, mit 3 Woman Maker, 5 Wall Line Hands to Feet für 3 Runden. Ich möchte von euch Folgendes: 3 Woman Maker, ich zeige es mit der Dumbbell vor, nach unten, 1, 2, Sprung, Swing, 2 und ein dritter hinterher und 5 von der Variante, die ich euch ausgesucht habe, Wall Line Hands to Feet, 5 Stück für 3 Runden und dann seid ihr ready. Stellen wir uns die Uhr ein, 14 Minuten, every 2 minutes on the minute, indem wir durchgehen mit 6 Woman Maker und 10 Wall Lying Hands to Feet. Viel Spaß im Workout.